Sie kämpfen um Wahlsiege, sie kämpfen um den Beifall der Menschen. Viele dieser Siege werden bezahlt mit Katastrophen. Es ist nicht nur der Tag des nationalen Widerstandes, das ist der Beginn des nationalen Angriffes. Ab heute heißt die Devise Angriff und nochmal Angriff. Wir marschieren alle Hand zur Arbeit. Unser Deutschland, uns Deutschen. Sie fordern Unterwerfung unter ihre Ideen, unter ihre Führer. Sie fordern einen anderen Staat, sie fordern die Macht. So beharrlich, wie sie seit mehr als 50 Jahren marschieren, so beharrlich wurde ihr Treiben verschwiegen und verharmlost. Und eben daraus beziehen sie ihre Kraft. Nationalsozialistische Idee und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen bis zu unserem endgültigen Sieg. Otto Ernst Rehmer, Kommandeur des Wachbataillons Großdeutschland. Rehmer ist führend bei der blutigen Niederschlagung des Aufstandes gegen Hitler am 20. Juli 1944. Eine Tat, die ihn lebenslang mit tiefem Stolz erfüllt. Nach dem Krieg wird Rehmer zum ersten Führer der sich neu formierenden Rechtsextremisten. Er ist als bekennender Nazi aufgetreten und hat damit alle angezogen, die es entweder waren oder dann nachträglich fanden, so schlimm war es ja gar nicht. Und er hatte gewisse charismatische Fähigkeiten als Redner und von daher gesehen, dann diese Aura des Niederschlags, der Widerstandskämpfer, das hat ihn beinahe zum Helden gemacht. Wenige Tage nach Gründung der Bundesrepublik ruft Rehmer mit Gleichgesinnten die Sozialistische Reichspartei SRP ins Leben. Das Parteiprogramm ist dem der NSDAP entlehnt. Die Verwüstungen des Krieges sind noch allgegenwärtig, im Bild der Städte und in den Köpfen. Die SRP predigt die Ideale der NS-Zeit. Vielen entwurzelten Menschen spricht sie damit aus der Seele. Die Sympathien unter Kriegsheimkehrern, ehemaligen Soldaten, die enttäuscht waren, die sich verraten fühlten, ihre Ideale und ihr Einsatz und ihre Opferbereitschaft, die sind natürlich zuhauf zu diesen rechten Parteien übergelaufen. Fast folgerichtig stellen sich bei den Rechtsextremen beachtliche Wahlerfolge ein. 11% der Stimmen erringt die SRP 1951 in Niedersachsen. Es ging ja auch, sagen wir mal, mit der SRP schneller aufwärts, als man zunächst gedacht hatte. Das war erst ein Schwelbrand in Niedersachsen und dass sie damit einmal die großen Wahlerfolge hatten, dass die SRP auch versuchte, in das gesellschaftliche Leben, in den einzelnen Orten einzudringen, in das Vereinsleben. Rehmer beleidigt die hingerichteten Widerstandskämpfer des 20. Juli immer wieder als Vaterlandsverräter. Die Gerichte reagieren mit Prozessen, doch die Öffentlichkeit bleibt gleichgültig. Erst als Deutschlands Ruf im Ausland Schaden nimmt, reagiert die Politik. Es kommt zum Antrag auf Verbot der SRP, erste Bewährungsprobe des neuen Bundesverfassungsgerichtes. Sein klares Urteil: Die SRP ist verfassungswidrig. Man hat zu lange gezögert, man hat ein bisschen lax die Sache angegangen. Umso mehr ist eben das damals frisch eingesetzte Bundesverfassungsgericht zu preisen, dass das Verbot ausgesprochen hat. Das Wirtschaftswunder entzieht NS-Nostalgikern den Nährboden. Die Gegenwart erscheint rosig. In der autoritären Adenauer-Ära ist kaum Platz für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Das Problem wird verdrängt. Ende der 50er Jahre gab es ja die ersten demoskopischen Umfragen und da haben noch über 60% der Deutschen gesagt, Hitler war eine gute Idee, nur schlecht ausgeführt. Gegen den Bonner Konformismus stellen wir unser grundsätzlich anderes Wollen.
1964 kommt es zum zweiten Frühling des Rechtsextremismus. Die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, gründet sich als Zusammenschluss von zahlreichen rechten Organisationen und Splittergruppen. Eine Einigung der Rechtsextremen, einmalig in der Nachkriegsgeschichte. Auch ehemalige Mitglieder der verbotenen SRP finden hier eine politische Heimat, besetzen Vorstandsposten. Wir müssen den Hammer so oft auf den Amboss schlagen, bis der Funke kommt und das Stroh in Flammen versetzt. Und diesen Eindruck hatte man dann da. Ja, jetzt ist der zündende Funke gekommen, jetzt kommt die große nationale Einigung aller Rechtsstehenden in der Bundesrepublik und es sah ja auch so aus. Aus dem Unbekannten kommt eine emotionale Bewegung, Protest oder irgendwelche Romantisierungsbestrebungen und auf einmal sind sie wieder da. Die NPD hat aus dem SRP-Verbot gelernt. Sie gibt sich, modern und moderat, als ein Sammelbecken gesellschaftlicher Strömungen. Selbst die ansonsten verhasste amerikanische Kultur wird für die Parteiwerbung vereinnahmt. Die Frage, ob wir diesen Krieg auch politisch verloren haben, ist bis zur Stunde offen geblieben. Und von uns wird es abhängen, ob sich dort ein Wandel vollziehen kann. Die Strategie geht auf. Triumphal zieht die NPD in 7 Landtage ein. In den Jahren der großen Koalition zwischen CDU und SPD empfiehlt sich die NPD als einzige wirksame Oppositionspartei. Eine wirtschaftliche Rezession kündigt sich an und viele vom sozialen Abstieg bedrohte Bürger glauben den Verheißungen. Es war enorm. Es ging ja Schlag auf Schlag. Wir waren ja hinterher bis auf 2 oder 3 Landtagen überall vertreten, also in kurzer Zeit hintereinander. Und das war also eine wahnsinnige euphorische Stimmung. Es war mehr als beklemmend. Vor allem mein Gefühl war, nun bist du mit deinen Eltern nach Deutschland zurückgekommen, voller Vertrauen. Und jetzt auf einmal soll das wieder zu Ende sein. Und ich gebe auch zu, wir haben damals uns umgeguckt, wohin sollte man gehen, wenn es noch schlimmer werden sollte. In dieser Partei, meine lieben Freunde, lebt und wirkt, der insbesondere sich in der jungen Generation wieder bemerkbar machende Widerstandswille gegen das uns aufgezwungene Schicksal, was wir wenden können, wenn wir wollen. Seit 1967 hat die NPD mit Adolf von Tadden einen populären Führer. Tadden gibt sich gemäßigt und versteht es dennoch geschickt, mit alten Ressentiments auf Stimmenfang zu gehen. Tadden war sicher die charismatischste Persönlichkeit auf der Rechten nach dem Krieg. Er war ein faszinierender Redner, ein glänzender Analytiker, der also auch von anderen Parteien, auch von seinen politischen Gegnern durchaus geachtet wurde und akzeptiert wurde. Er war ein Konservativer vom Herkommen. Er war das, weil er gute Manieren hatte, ein Herr. Wir fassen diese Person mit einer Hand in den Nacken, die rechte Hand ans Kinn, schrauben ihn vor seinem Platz hoch. In der Partei des deutschnationalen Adolf von Tadden sammeln sich aber zunehmend unberechenbare Radikale. Sie bilden den Kern eines neuen militanten Ordnerdienstes der NPD. Ihr Gegner ist von Beginn an klar. Es sind Demonstranten, die auf die rechte Gefahr aufmerksam machen. Die protestierenden Linken stoßen bei vielen Demokraten auf Ablehnung. Der CSU-Politiker Strauß beschimpft sie als Tiere, auf die die Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist. Für die NPD-Ordner ist das wie ein Jagdschein. Und da habe ich zum ersten Mal diese NPD-Ordnerdienste gesehen. Sie hatten weiße Helme auf, waren sehr militant und äußerst brutal. Ich persönlich habe damals etwas für mich Unfassbares erlebt. Ich habe erlebt, wie ein junger Mann, ich war relativ weit weg, zusammengeschlagen wurde von 3 dieses Ordnerdienstes der NPD. Ich bin nachher zu einem Stadtpolizisten. Eben habe ich gesagt, Sie müssen diese Männer festnehmen, die haben eben jemanden zusammengeschlagen. Und da hat er mir süffisant gesagt, auf gutem Bayerisch, da müssen Sie eine Anzeige erstatten. Zur großen Bewährungsprobe für die NPD wird die Bundestagswahl 1969. Eine Deutschlandfahrt soll flächendeckend mit Großkundgebungen den Siegeszug der NPD ins Parlament einleiten. Polizeiähnlich gekleidet sichern die NPD-Ordner die Veranstaltungen ab. Doch der Ordnerdienst gerät außer Kontrolle. Ja, das ist gar nicht gut angekommen. Ist gar nicht gut angekommen. Auch bei den Älteren, da haben die sich erinnert an Weimar, wo sich die Radikalen gegenseitig verprügelt haben.
hat eigentlich das wahre Gesicht dieser Bewegung gezeigt. Die Bereitschaft zur Gewalt. Die Helme auf Visier herab hinein in diesen Mob. Ein jeder weiß, es wird und ist ein noch so harter Job. Nach 5 Minuten war der Spuk vorbei und alles still. Die Ordner hatten aufgeräumt, wie das Gesetz es will. Die Gewaltexzesse bei den NPD-Veranstaltungen schockieren die Öffentlichkeit. Die NPD verfehlt den sicher geglaubten Einzug in den Bundestag. Es war zunächst einmal eine fatale Stimmung in der Partei, dass man so nach dem Motto Endkampf alles auf 1969 auf die Bundestagswahlkampf gesetzt hat, nach dem Motto entweder wir schaffen es oder wir sind fertig. Es ist also wirklich vielfach bei manchen so aufgefasst worden, als wenn das der 2. Mai 1945 gewesen wäre. Es war so eine Art totale Kapitulationsstimmung. Nach der Wahlniederlage wenden sich viele der gemäßigteren Anhänger von der NPD ab. Es kommt zum Aufstand der radikalen Parteijugend. Adolf von Thadden verliert die Kontrolle über seine Partei. Er sprach dann also von einem Strolchbefall der NPD. Es waren also kaum so viele Strolche in der NPD. Und die Partei war im Inneren her nicht mehr regierbar, weil jeder machte, was er wollte. Resigniert tritt von Thadden 1971 zurück. Nach Austrittswellen bleibt eine Altherrenriege übrig. Junge NPD-Mitglieder wenden sich Splittergruppen zu, die nicht nur eine andere Partei wollen, sondern ein anderes System. Hamburg, 19. Februar 1978. Junge Neonazis ziehen mit Eselsmasken durch die Innenstadt und mit Schildern: Ich, Esel, glaube noch, dass in deutschen KZs Juden vergast wurden. Der Initiator Michael Kühnen betreibt diesen Tabubruch mit raffiniertem Kalkül. Sein Credo: Man muss erst bekannt sein, bevor man beliebt werden kann. Das war ja so eine Initialzündung wohl auch für Kühn, dass er gesagt hat, mit dieser Schiene, mit Provozieren an die Öffentlichkeit, ruhig Symbole, die zumindest den NS-Symbolen ähnlich sind. Ja, das hat ja viele Jugendliche auch so begeistert, dass man aus dieser ständigen Verteidigungsposition rauskam, wie sie ja bei der NPD propagiert wurde. Natürlich sind wir national, aber um Gottes Himmels willen keine Nationalsozialisten. Und Kühn hat gesagt, natürlich sind wir Nationalsozialisten, das soll die Welt auch wissen und wir werden es ihnen schon beibringen. Er wurde relativ schnell ein akzeptierter Führer in der jugendlichen Neonazi-Szene. Er wurde wohl akzeptiert, weil einer der ganz wenigen war in dieser Szene, die ein intellektuelles Format hatten. Der konnte reden, der hatte Ausstrahlung, der konnte führen, hatte eine Führungsfunktion und war relativ schnell akzeptiert und er konnte mit Medien umgehen. Er konnte Medien provozieren und hat meines Erachtens auch so ein heimliches Bündnis mit den Medien geschlossen. Ihr wisst alle, ich war, bin und bleibe Nationalsozialist. Kühnens politisches Ziel: die Wiederzulassung der NSDAP. Das fordere ich von jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, sich zu bekennen als das, was wir sind, als nationale Sozialisten in der Tradition der NSDAP und in der Tradition der SA. Die damaligen vorherrschenden Muster waren Ignoranz und moralische Empörung. Eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm als Person, mit seiner Funktion oder mit seinen auch Schriften, hat er auch geschrieben, hat es nicht gegeben. Die spektakulären Aktionen seiner Truppe machen Michael Kühnen im In- und Ausland auf einen Schlag bekannt. Ich habe ja meinen Satz geprägt, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, liebe Kameramänner, weil ich ja vor mir bald mehr Kameramänner gesehen habe als Angehörige der ANSNA. Ne? Und das baut natürlich unwahrscheinlich auf. Aber die Zeit ist vorbei, wo wir uns alles gefallen haben. Lentförden in Schleswig-Holstein, 22. Juli 1978. Polizisten versuchen, ein von Kühnen organisiertes Neonazi-Treffen aufzulösen. 100 Rechtsextremisten prügeln auf die Ordnungshüter ein. Erstmals in Nachkriegsdeutschland richtet sich rechte Gewalt gegen den Staat. Aktivismus um jeden Preis in der Tradition der SA. Das schweißt die Szene zusammen, mobilisiert die Anhänger.
Die unvermeidliche Folge, wegen NS-Propaganda und Volksverhetzung, wird Kühnen immer wieder zu Haftstrafen verurteilt. Neun Jahre seines Lebens verbüßt Kühnen im Gefängnis. Für viele Neonazis wird er zum Idol. Doch durch die vielen Haftstrafen entgleitet ihm die Kontrolle über die neue Bewegung. Michael Kühnens Weg nähert sich einem Abgrund. Er ist verarmt, oft auf der Flucht, lebt in konspirativen Wohnungen. Als seine Homosexualität bekannt wird, schlägt bei vielen Gesinnungsgenossen die Kameradschaft in Hass um. Für mich war das von Anfang an lächerlich und ein ungangbarer Weg. Und Kühnen hat sich ja dann nachher auch als charakterlich abartig entwickelt oder erwiesen. Mitte der 80er Jahre wird es einsam um Kühnen. Seine Bewegung ist zersplittert, zutiefst verfeindet. Michael Kühnen ist samt seiner Vision vorerst gescheitert. Während sich die neonazistischen Fanatiker in die Sackgasse manövrieren, reift in den 80er Jahren ein neuer Typus des rechten Führers heran. Es ist die Stunde der Populisten. Wir haben nicht die Türken vor 300 Jahren vor Wien geschlagen, um ihnen heute Augsburg und die ganze Bundesrepublik auszuliefern. Damit wir siegen, siegen für Deutschland. Das Vorbild für die Rechtsextremen in ganz Europa, der Franzose Jean-Marie Le Pen, Führer des Front National. Seit dem Durchbruch seiner Partei bei den Europawahlen 1984 wird er zur festen Größe in der französischen Politik. Seinem Front National gelingt der Marsch aus dem gesellschaftlichen Ghetto hinein in die Parlamente, die Rathäuser, die politischen Ämter. Le Pen macht Stimmung gegen Einwanderer, spricht die Sprache des kleinen Mannes, propagiert den starken Staat. Le Pens Rezept findet erfolgreiche Nachahmer. In Österreich beginnt der Rechtsradikale Jörg Haider seinen langen Weg zur Macht. In Italien triumphieren Gianfranco Finis Neofaschisten. In Belgien schürt der Vlaams-Block dumpfen Rassismus. Der Siegeszug der europäischen Populisten scheint auch für Deutschlands Rechte ein Erfolgsmodell zu sein. Franz Schönhuber, ehemals beliebter Fernsehmoderator, stellvertretender Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Träger des Bayerischen Verdienstordens. Doch plötzlich 1983 Mitgründer der Republikaner. Er wird zum bis heute erfolgreichsten deutschen Rechtspopulisten. Also ich halte das ja für eine, wenn man das nicht falsch deutet, fast für eine erotische Beziehung. Es klingt merkwürdig, aber es ist so. Das ist, sie spüren in der Masse den Partner. Aber Beifall ist etwas ungeheuer Gefährliches, ist was Giftiges. Und dann neigt man dazu, jetzt setzt noch einen drauf. Man mag mich angreifen, man mag mich zusammenschlagen, aber man muss mich schon totschlagen, um zu verhindern, dass diese Partei die Partei von Deutschland wird. Die Leute waren hemmungslos begeistert eigentlich von ihm. Und da war eine Art Führerkult schon zu sehen, dem Schönhuber auch nicht widerstanden hat, denn Schönhuber hat diese Geschichte mit den Republikanern im Grunde nicht etwa für eine Politik oder für die Gesellschaft oder für irgendeine Ideologie gemacht, sondern wirklich eine Selbstverwirklichung für sich persönlich. Angefeuert von den Jubelstürmen in den süddeutschen Bierzelten lässt Schönhuber jede Zurückhaltung fallen, putscht seinerseits die Massen auf. Dahinter vor Leid meinen, sie sollten uns stören, dann kann ich nur eins sagen, macht es nicht zu lange. Ich warne Sie, wir sind keine Kaninchen, wir lassen uns hier nichts gefallen. Parallel zu Schönhubers Erfolgen radikalisiert sich die Partei, rückt weit nach rechts. Ich konnte nicht verhindern, dass bestimmte Teile der Partei sich sozusagen dorthin bewegt haben. Da könnte man heute als Vorwurf sagen, warum hast du das nicht stoppen können? Aber da kann ich nur aus der Praxis sagen,
wenn ein Wagen rollt, den Abhang runter, das ist ein Problem, ihn aufzuhalten oder gar vielleicht eine andere Richtung zu geben. Er wurde vor allem sehr ungenießbar bei Themen, die rund um die Ausländerpolitik sich bewegten, wenn er forderte, dass Kirchen und Gewerkschafter Ausländer aufnehmen sollten, wenn sie das eben denn möchten in ihren Bonzenpalästen, aber sie sollten die Leute, die in ihren Stadtvierteln schon überlastet seien, damit in Frieden lassen. Das ist schlicht der Übergang, der rhetorische Übergang zu und die Ermunterung, auch aktiv was gegen Ausländer zu machen. Zu den Klängen von »Spiel mir das Lied vom Tod« zeigt dieser Wahlspot der Republikaner ein von Ausländern übervölkertes Deutschland. Die perfide Stimmungsmache unter dem Wahlslogan »Wir räumen auf« trifft auf dumpfe Zustimmung. Im Januar 1989 ziehen die Republikaner sensationell ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Eine Reihe von Wahlsiegen, die bis ins Europaparlament führt, wird durch den Triumph von Berlin eingeleitet. Dieser Erfolg war eigentlich sozusagen der aufkeimende Misserfolg. Das ist kein Gegensatz. Plötzlich wurden Leute Abgeordnete, die in keinster Weise den Problemen, die es in dieser Großstadt gab, noch dazu in der Hauptstadt gab, gerecht wurden. Nicht nur eigene Unfähigkeit macht den Republikanern zu schaffen. Zunehmend wird die Partei für rechtsextreme Jugendliche interessant. Ihr scheint ein ähnliches Schicksal zu drohen wie 20 Jahre zuvor der NPD. Leipzig im Herbst 1989. Die Menschen in der DDR gehen auf die Straße, schütteln die SED-Herrschaft ab. Schnell wittern die Strategen der rechtsextremen Parteien aus dem Westen ein neues, unerwartetes Potenzial, gehen auf Mitgliederfang. Lieber ein schlechter Rechter wie ein guter Linker! Was ist für Sie denn das Besondere an den Republikanern, was Sie... Dass die eben gegen sowas sind. Wogegen? Gegen die Ausländer, dass die bei uns ja sich in der DDR breit machen. Nationale Hochgefühle nach der Wende können die rechtsextremen Parteien nicht nutzen. Das bedienen die Regierungsparteien besser. Doch das rechtsextreme Potenzial wecken andere, Neonazis. 10 Tage nach Fall der Mauer, ich denke es war am 18. oder 19. November, war Michael Kühn in Lichtenberg mit Christian Worch auf dem Bahnhof Lichtenberg. Michael Kühnen, AIDS-infiziert, von allen politisch abgeschrieben. Jetzt wittert er noch einmal die ganz große Chance. Sie waren geholt von Lichtenberger Skins, die ein paar Tage vorher ausgereist waren über Prag damals noch. Und direkt nach Hamburg kamen und diese Leute kennenlernten und nach Lichtenberg brachten. Das ging so glatt. Wir haben hier ein großes Potenzial von vorwiegend jungen Menschen, die, sagen wir einmal, politisch unverbraucht sind. Diese Naivität, ich möchte es einmal diese schöne Naivität nennen, die wird also sehr befruchtend, die wird sehr beflügelnd auf das rechte Lager Gesamtdeutschlands, also auch der alten Bundesländer wirken. Uns war überhaupt nicht klar, welche Rolle wir für die westdeutsche Szene spielen. Das habe ich später gemerkt, also Jahre später war mir das viel klarer, aber zu der Zeit war uns das überhaupt nicht klar, dass wir praktisch der Rettungsanker für Leute wie Kühn und Küssel waren, die in der Bedeutungslosigkeit vor sich hingedümpelt haben. Den abgehalfterten Nazi-Ideologen aus dem Westen jubeln plötzlich hunderte junge Rechtsextremisten aus der DDR zu. Alle voller Frust und angestauter Wut, verunsichert durch die Wendewirren. Dieses Potenzial soll zu einer politischen Bewegung geformt werden. Ich kam aus Hamburg zurück mit dem klaren Auftrag, damals 1990, nachdem ich im Aufnahmelager war, in der DDR eine Partei zu gründen. Den Namen hat mir Christian Worsch mitgegeben, Nationalalternative, das wird der Name sein. Man braucht halt die Leute, das waren damals 8 Leute, wir haben uns zusammengesetzt und haben am 30. Januar 1990 die Nationale Alternative gegründet, die insofern bedeutungsvoll war, weil wir die erste rechtsextremistische Partei waren, die noch unter der Volkskammer zugelassen wurde. Also die erste und einzige im Prinzip, es gab keine mehr danach. Ein besetztes Haus in der Berliner Weidlingstraße wird die Parteizentrale der Nationalen Alternative. Partei- und Hausbewohner, vor allem gewaltbereite Skinheads, werden von jugendlichen DDR-Neonazis wie Ingo Hasselbach befehligt. Die Ideengeber aus dem Westen bleiben vorerst im Hintergrund.
Natürlich war uns auch in dem Moment überhaupt nicht klar, was das bedeutet, dass wir im Prinzip so eine linke Kultur da übernehmen und dadurch wirklich ein Fanal schaffen, wirklich eine befreite Zone schaffen, weil das ja innerhalb von 4 Wochen, ach nicht mal 4 Wochen, war diese Straße in unserer Hand. Damit das so bleibt, ist jedes Mittel recht. Die Hausbesetzer horten immense Mengen an Waffen und terrorisieren ein ganzes Stadtviertel. Die Weidlingstraße war eigentlich das, was man heute in der Diskussion national befreite Zone nennt. Da war eine eigene Sicherungsmacht da, Uniformierung, Bewaffnung, Abschottung, Vorfeldbeobachtung. Also das war rundherum also auch militant gesichert. Die Hausbesetzer bleiben von den überforderten DDR-Behörden weitgehend unbehelligt. Anders reagiert die linksextreme Szene. Sie will im Mai 1990 mit Gewalt die Neonazis aus Berlin vertreiben. Also, es war alle da im Prinzip. Es gab über 200 Leute, glaube ich, im Haus. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Es gab ein unglaubliches Molotow-Cocktail-Lager. Es gab Waffen im Haus. Und wir haben im Prinzip, das Haus war eine Festung. Da wäre niemand mehr rein und rausgekommen. Die Straßenschlacht endet fast in der Katastrophe. Erst in letzter Sekunde verhindert die Polizei die Stürmung des Hauses. Wenn die da durchgebrochen wären, hättet, bin da bei mir absolut sicher Tote gegeben. Also wir hätten alle verfügbaren Mittel eingesetzt, um dieses Haus zu verteidigen. Und so war auch die Stimmung im Haus. Und vor allem klar, wir dürfen dieses Haus nicht verlieren. Wir müssen dieses Haus bis auf das Letzte verteidigen. So hat jeder gedacht, so hat jeder gefühlt in diesem Haus. Das Haus bleibt in der Hand der Neonazis. Der Sieg ist ein Fanal. Die Leitung im insgesamt des Ordnungsdienstes und die, die hier an Anweisungen zu geben haben, ist in erster Linie Kamerad Gottfried Küssel aus der neutralen Ostmark. Das ist der Kamerad, der hier steht. Vielleicht kommst du mal hoch. Nun treten die westlichen Strippenzieher aus dem Schatten, übernehmen offen das Kommando, putschen die DDR-Jugendlichen immer weiter auf. Kühn ist ein Überzeugungstäter des Wortes, dem doch ganz bewusst war, dass er auch Menschen verheizt mit dem, was er tut. Also, dass er auch ganz bewusst Leute aufhetzt, Sachen zu tun. Und dann hat der Skin den einen Ausländer geschlagen und noch einen Ausländer geschlagen und noch einen Ausländer, wo er ihm überfallen, aber war immer noch arbeitslos. Und da blieb sehr, sehr schnell so ein schaler Nachgeschmack. Und immer wenn die Polizei Fragen kam, wer war denn das oder so, waren Rheintaler und Küssel nicht da. Auch Christian Worch und Michael Kühn waren schnell immer weg, wenn irgendwelche Konsequenzen gab und die Kiez-Jugendlichen saßen alleine da. Aufgehetzt und dann im Stich gelassen, laufen die Ostjugendlichen ihren Westführern davon. Das Projekt Weidlingstraße ist Ende 1990 gescheitert. Nicht aber der Versuch Michael Kühnens im Osten Fuß zu fassen. Ein weiteres Aufmarschgebiet ist bald auserkoren, Dresden. Der Dresdner Kleinkriminelle Rainer Sonntag ist der neue Statthalter. Und auch das Konzept ist neu. Kein Haus zu besetzen, sondern eine ganze Stadt zu kontrollieren. Hier herrscht zurzeit aufgrund der Stadtsituation eine Situation, wo weder Polizei noch Staatsanwälte noch Richter irgendwo, wo man sich sagen kann, hier kann man sich auf das und das berufen. Rainer Sonntag war aus meiner Sicht eine Person, der gerne eine Führernatur dargestellt hat. Eine Führernatur auch in Dresden. Und Rainer Sonntag hat sich auch als Ordnungshüter gefühlt. Rainer Sonntag gründet eine militante Schutztruppe. Erstes Ziel des Feldzuges, südosteuropäische Hütchenspieler, die in der Dresdner Innenstadt allgegenwärtig sind. Sie werden verprügelt, in Handschellen gelegt und der Polizei übergeben. In kurzer Zeit sind die Hütchenspieler vollständig aus Dresden vertrieben. Weitere Opfer sind vietnamesische Straßenhändler. Die rechtsextremen Schläger treffen auf viel Zustimmung. Die Spieler wurden ja von Rechtsradikalen zusammengeprügelt. Finden Sie solche Aktionen richtig? Nein, freilich. Die müssen das ganze Lümpenberg, was hier rumrennt, die Zigeunerbrut, alles nachtreiben oder hier einlassen in Arbeitslager. Rechtsextremisten, die sich plötzlich zur Ordnungsmacht aufschwingen. Also sie wollten ihr eigenes Stadtbild gestalten. Und wir standen da als Polizei und wussten plötzlich gar nicht mehr, was geschieht hier eigentlich.
Dem eigentlichen Ideengeber Michael Kühne sind die Zügel inzwischen aus der Hand geglitten. Er ist todkrank. Polizisten finden ihn und bringen ihn in die Notaufnahme. Dort erliegt er dem AIDS-Virus. Unterdessen stellt Rainer Sonntag in der Dresdner kriminellen Szene die Machtfrage. Sein neues Angriffsobjekt ist die internationale Zuhälterszene. Seine Schlägertrupps verwüsten Bordell um Bordell. Sonntag träumt jetzt davon, neuer Rotlichtkönig der Stadt zu werden. Doch die Zuhälter wehren sich, Rainer Sonntag wird erschossen. Also Sonntag war immer suspekt in der Szene, immer. Der war halt einfach ein Märtyrer zur rechten Zeit. Sein Tod kam eigentlich der Szene ganz, ganz gut gepasst. Nach dem Tod von Kühn war Sonntag wenigstens jemand, der erschossen wurde, nicht an AIDS starb. Die Szene sehnt sich seit Jahren nach einer Integrationsfigur. Eine Figur, die diese Szene, also praktisch die alle kleinen Führerchen, die da so gibt, an einen Tisch bringt und dadurch auch alle Gruppen vereint im Prinzip. Und das gibt es zurzeit überhaupt nicht. Also das gibt es, seit Kühns Tod gab es das nicht mehr. Wir sind das beste Volk, Kameraden. Überall in Deutschlands rechter Szene bekämpfen sich selbsternannte Führer gegenseitig. Während sich das Fußvolk nach Gemeinschaft sehnt, lähmen sich Deutschlands Rechtsextremisten selbst. Die politische Isolation ist der Preis für die Zerstrittenheit. Kameradinnen, liebe Kameraden, aufgrund der Stärke, wenn wir uns bewusst würden, wer wir heute schon sind, könnten wir das Lied singen, die Straße frei, den braunen Bataillonen. Gerade der Marsch der braunen Bataillone aber war es, der Deutschland in die tiefste Katastrophe stürzte. All die Ideale der extremen Rechten, das Vaterland, die Wehrmacht, die Kameradschaft, im Dritten Reich wurden sie zerstört. Inkompetenz, Korruption und heillose Streitereien beherrschte auch die Führungsklicke der Nazi-Diktatur, überdeckt nur von der Illusion einer ehernen Gemeinschaft unter der einen Losung »Führer befiehl, wir folgen dir«. Eine Gefolgschaft in den Untergang. Wappnen wir uns mit Geduld, denn wir wissen um das ewige Deutschland, wir wissen um die Wiederkehr des Reiches. Die Sehnsucht nach Führung ist den Rechtsextremen aller Couleur bis heute geblieben. Eine Sehnsucht, die durch die inneren Widersprüche der Szene selbst ad absurdum geführt wird. Ein anderer Typus des rechten Führers schockiert immer wieder die Öffentlichkeit. Gerhard Frey, Verleger, Multimillionär und Parteichef. Seine Deutsche Volksunion erreicht 1998 in Sachsen-Anhalt 13% der Stimmen. Die DVU ist auf ihren Vorsitzenden fixiert. Der Vorsitzende finanziert die Partei, und zwar nicht in Form von Spenden, sondern in Form von Krediten. Das heißt, der Verleger Gerhard Frey gibt dem Vorsitzenden Gerhard Frey für seine Partei Kredite, die der Vorsitzende bzw. die Partei zu bankesüblichen Zinsen an den Verleger zurückzahlen muss. Gerhard Frey lockt das Geld. Er hat keine politische Vision. Der Geschäftsmann braucht Kunden, keine Kameraden. Das führt nach Wahlerfolgen immer wieder zur inneren Zerreißprobe. Ich habe ihn dann kennengelernt als alten und rachsüchtigen Mann. Dann unterstreicht das natürlich auch seine Position, wenn von anderer Seite behauptet wird, er wäre die DVU, er ist die Partei an sich. Und das unterstreicht diese Sache eigentlich noch. Und er hat dann aus dieser Position heraus, wirklich alt und rachsüchtig, und hat er dann versucht, auch Persönlichkeiten hierzu zu stören. Folgerichtig ist der Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt innerhalb kurzer Zeit verpufft. Die frisch gebackenen Abgeordneten sind heillos zerstritten, die DVU-Fraktion zerbrochen. Voraussetzung, um DVU-Kandidat zu werden, ist ein absolutes Höchstmaß an Einfältigkeit, an Dummheit, an Unbedarftheit. Die Fraktionsarbeit hat die Aufgabe, oder die Fraktion hat die Aufgabe, A, das vorzulesen, was ihnen zugefaxt wird, und B, die Fraktionsgelder, Steuergelder umzuleiten nach München. Nach einiger Zeit, nach einigen Monaten hat sich dann hier schon herauskristallisiert, dass eben viele oder etliche Abgeordnete an diesen
erstens nicht mehr so mitziehen wollen, erstens arbeitsmäßig hier von wegen Wählerauftrag umsetzen war nicht, so dass man, dass es da also schon Probleme gab. Und das zweite Problem war tatsächlich, dass man von München versucht hat, unsere politische Arbeit hier zu unterbinden. Ich meine, bezeichnend ist es ja auch, dass man gerade die Abgeordneten besonders hofiert hat und auf die Schulter geklopft hat, die nämlich gar nichts gemacht haben. Mit diesen Methoden können rechtsextreme Parteien immer wieder provozieren, aber keine langfristigen Erfolge erzielen. Doch eine Kraft ist wieder erstarkt, die lange tot schien, die NPD. Sie hat einen neuen Vorsitzenden und ein neues Konzept. Sie setzt wie zuvor auf den Kampf um die Parlamente. Neu ist, sie will kulturelle Hegemonie, den Kampf um die Köpfe. Und sie fordert den Kampf um die Straße. Militante Gruppen haben die rechten Parteien früher unterwandert. Jetzt ist die Einbindung von Neonazis und Skinheads erwünscht und geplant. Was ich gesehen habe da in Passau, ne? Diese Kostümierung, ne, diese Rumlaufen mit braunem Hemd und so weiter. Und die fühlen sich irgendwie als Leute, die die Reichskanzlei immer noch verteidigen müssen. Wenn Sie als Beispiel den Landesverband Schleswig-Holstein nehmen, der von einem ausgewiesenen Neonazi geführt wird, oder andere Landesverbände, selbst der Bundesverband hat in seinem Vorstand ausgewiesene Neonazis. Die Verflechtungen sind sehr eng und das kennzeichnet im Grunde genommen die Partei auch in ihrem Erscheinungsbild nach außen. Und daher rufe ich euch auf, zu kämpfen für eine bessere Zukunft unseres Volkes. Deutschland, den Deutschen, der nationale Widerstand erwacht. Aber wenn man sich dann die Struktur anschaut, dieser freien Kameradschaften, des NPD-Umfelds, dass da noch viel Jüngere dabei sind und je niedriger die Altersstufe wird, desto größer wird ja die Zahl, dann ist der Optimismus der Parteiführung durchaus verständlich, dass sie davon ausgeht, dass sie in den nächsten Jahren noch größere Erfolge haben wird. Sogar über parteieigene Liedermacher verfügt die NPD. Gerade im Osten ist es bei vielen Jugendlichen schick, rechts zu sein. Nicht wenige drängen in die NPD. Dort sollen sie politisiert werden. Gewalt gilt offiziell als Tabu. Aber die Städte an sich, was diese einzelnen Ortschaften und so machen, das kann man nicht kontrollieren. Und da ist eben das Gewaltpotenzial sehr groß. In der Jugend. Die Altherren der NPD können nichts machen. Und die werden momentan aufgefressen von der Jugend. Oh, die nationale Solidarität! Durch medienwirksame Provokationen sollen Dämme brechen. Der frühere Rechtsterrorist Manfred Röder wird zum NPD-Spitzenkandidaten. Zum Teufel mit diesem Regime, wo es hingehört! Scheinbar geht das Konzept auf. Vor allem im Osten wird die NPD zum Sammelbecken. Dort ködert sie mit ihrer Kritik an Kapitalismus und Globalisierung viele verirrte Jugendliche. Ich denke, dass also gerade die Mitgliederentwicklung der NPD in den mitteldeutschen Bundesländern, gerade hier in Sachsen, was wir immer im Zeitbeginn also der Wende als das Schwerpunktbundesland in den mitteldeutschen Ländern gesehen haben, dass die doch eine deutliche Sprache sprechen, dass uns ein weiter Einbruch in dieses jugendspezifische Spektrum gelungen ist. Sie schleppen eigentlich nur, und das zeigt sich eben jetzt ganz besonders stark, ihren alte rechte Ideologie, die im Grunde jahrzehntelang immer wieder gescheitert ist, schleppen die hierher und die nehmen den Osten nicht zur Kenntnis, sondern sie nutzen einfach hier das, ich würde fast sagen, ist eine politische Geschäftsidee. Das neue Jahrtausend hat begonnen. Wir sind bereit. Unser Ziel ist das Reich. Unser Weg ist der nationale Widerstand. Wir werden es sein, die einen neuen Staat bauen, eine neue Ordnung bauen, ein Deutschland der Deutschen, ein Deutschland, was uns gehört, ein Deutschland frei von Kapital, frei von fremden Menschen. Die immer radikaleren Angriffe der NPD gegen die Demokratie stoßen eine Debatte an. Muss die Partei verboten werden?
Gegen diese Bestrebungen müssen wir handeln. Eine solche Partei ist unzweifelhaft verfassungswidrig und die gehört aus meiner Sicht deshalb unzweifelhaft verboten. Nach 50 Jahren soll das Bundesverfassungsgericht zum zweiten Mal eine rechtsextreme Partei verbieten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Gesellschaft besser damit lebt, das Selbstbewusstsein zu behalten, dass sie jenseits der juristischen Argumente den Kampf um die Köpfe der Menschen gewinnen kann. Ein Verbotsantrag gegen nur eine rechtsradikale Partei ist ein symbolischer Akt, der im Kampf gegen den Rechtsradikalismus nicht weiterhilft. Argumente, die schon in den 60er Jahren gegen ein NPD-Verbot ins Feld geführt wurden. 1995 wird die Neonazi-Organisation FAP verboten. Deren damaliger Chef ist, wie viele frühere Mitglieder verbotener Gruppierungen, heute Wahlhelfer der NPD. Friedhelm Busses Credo: Organisationen kann man verbieten, nicht die Menschen. Die Hansestadt Greifswald. Hier, wie in vielen Orten Deutschlands, ist die NPD auf ein mögliches Verbot gut vorbereitet. Über Jugendarbeit soll die Partei langfristig in der Bevölkerung verankert werden. Gezielt macht sie dort Angebote, wo sich Jugendliche in sozialen Brennpunkten alleingelassen fühlen. Wie sie sich um Jugendliche kümmern, zum Beispiel Schulung. Oder es gibt auch eine Fußballmannschaft von der NPD, der ist der SSG. Und die NPD, die hat auch gespendet an Kinderheim. Die NPD versucht, die Jugendlichen zu inspirieren und die Jugendlichen auch herauszufordern. Das heißt, wir wollen die Jugendlichen nicht nur leiten, sondern wir wollen die Jugend dazu anregen, selber Initiativen zu bilden. Und nun ist es in Greifswald hier auch geglückt, an einer Schule eine Schülerinitiative zu gründen. Die Idee ist schlicht, aber wirkungsvoll. Die NPD gründet scheinbar unpolitische Vereine, wirkt sozial und karitativ. Und dieses Engagement kann man nicht verbieten. Die sozialen Bemühungen Spiegelmachers und seiner Partei sind nur der Köder, um die ganz Jungen rechtsextrem zu politisieren. Wir hatten jetzt folgende Schulungsthemen, und zwar einmal Hausdurchsuchungen. Dann hatten wir das Schulungsthema gehabt, Volksverhetzungen und andere Straftaten. Wir werden jetzt noch drei Schulungsthemen über Rechtsschulung, also allumfassend einschließlich diesem Thema, durchführen in den nächsten drei Wochen. Und danach werden wir eine Arbeit oder einen Test darüber schreiben, inwieweit nun das Wissen bei euch so weit gekommen ist, dass man tiefergründig diese Sachen schulen kann. Es droht eine rechtsextreme Jugendkultur. Die Gesellschaft muss dem etwas entgegensetzen. Es gilt, ihn ganz konkret und vor Ort aufzunehmen, den Kampf um die Zukunft. Die rechten Demagogen führen ihn längst. Wenn man jetzt mit den 15-, 16-Jährigen Schulung macht, kann man davon ausgehen, wenn sie das Durchhaltevermögen haben, natürlich ist das wie so ein Sieb, also ein paar werden abspringen oder nicht, dann hat man natürlich in 4-5 Jahren gut ausgebildete Funktionäre. Also wenn sie jetzt schon den Wind spüren und den Wind bestehen, dann werden sie in 4-5 Jahren gute Funktionäre sein. Und darauf arbeiten wir so viel mit der Jugend zusammen.